jetzt mal ein Stück an. Ja, der sieht natürlich super aus. Ich hoffe, ihr könnt das. Oh nein! Der ist ja auch noch etwas warm. Der müsste normalerweise noch abkühlen. Also der ist mir jetzt wirklich runtergefallen. Aber er sieht wirklich super aus. Und ich denke, der wird richtig, richtig saftig schmecken. Ja, dann wollen wir mal gleich probieren. Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute backe ich. Und zwar möchte ich einen Apfelrahmkuchen mit euch zusammen backen. Ich habe die Zutaten hier schon mal vorbereitet. Ich sag euch mal für den Boden, was wir brauchen. Das sind 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz und 150 Gramm Butter. Das geht alles in den Mixtopf und das mache ich jetzt. Das Ganze geht jetzt für 2 Minuten auf der Knettaste. Backofen solltet ihr schon mal auf 180 Grad vorheizen und eine Springform schon mal einfetten. So sieht das Ganze aus und das geben wir jetzt einmal hier in die Form rein. Und wir drücken das jetzt einmal schön flach mit einer Gabel. Gut einstechen. Das backen wir jetzt 13 Minuten in den Backofen bei 180 Grad. Wir brauchen jetzt 800 Gramm Äpfel, die wir schälen und in Stücke schneiden. So, den habe ich nach 13 Minuten aus dem Ofen geholt und dann geht es los mit den Apfelschälen und zwar in Stücken. 800 Gramm brauchen wir, 20 Gramm Speisestärke und 50 Gramm Zucker. Da gebt ihr dann ein paar, einen halben Löffel Zimt mit rein, dass ihr so eine Zucker-Zimt-Mischung habt. Das geht jetzt alles wieder in den Mixer rein. Will ich euch mal zeigen, ja. Und das lassen wir jetzt für 5 Sekunden auf Stufe 5. So sieht das jetzt aus nach 5 Sekunden und das verteilen wir einmal auf dem Boden. Und so sieht's aus und stellen wir das erstmal an die Seite. So, meine Lieben, es geht zum Ende zu. Und zwar kommt jetzt der letzte Belag, den wir auf die Äpfel geben und den machen wir jetzt. Und zwar brauchen wir eine halbe Zitronenschale abgerieben. Ich nehme eine ganze, ich mag das, wenn es richtig schön nach Zitrone schmeckt. Dann 150 Gramm Zucker, 200 Gramm Schmand, 300 Gramm Quark. Nehmt den fettarmen Quark, ein Päckchen Vanillepudding, 3 Eier und so Mandelstifte, ca. 20 Gramm. Los geht's mit der abgeriebenen Zitronenschale und mit dem Zucker. Das geht für 20 Sekunden auf Stufe 10. So sieht das aus. Ihr schiebt alles nach unten und jetzt kommen die restlichen Zutaten rein. Ist mir hier vorne was hingegangen. Das muss ich mal jetzt schnell abputzen. So, kann passieren. So, dann schließen wir jetzt schon wieder den Mixtopf und lassen das für 30 Sekunden auf Stufe 4. Oh, oh, oh. Auf Stufe 4. Das war's schon. Und jetzt kommt die ganze Masse auf unser.
unseren Kuchen drauf. Natürlich kommen noch die Mandelstifte oben drauf. Das hätte ich doch jetzt beinahe vergessen. So, jetzt kommt er in den Backofen. Für 50 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Richtig gut hochgegangen. So sieht der Kuchen aus. Ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich habe das hier einmal so ein bisschen gelöst. Und jetzt holen wir den vorsichtig aus der Form raus. Ja, was soll ich sagen? Der Kuchen sieht wirklich fantastisch aus. Hier oben die Quarkmasse, unten die Äpfel und unten der Boden. Ich werde jetzt mal probieren. Und meine Mama ist auch da, die kann auch probieren kommen. Mama, komm mal. Da ist sie schon, meine Mama. Und hier eine Gabel. Und dann probierst du jetzt auch meinen Kuchen, ne? Ja. Er ist allerdings, muss ich dabei sagen, ich habe jetzt nicht gewartet, er ist noch warm. Ja, also etwas warm. Ja? Soll ich probieren? Probier du, probier. So sieht er aus. Mmh. Lecker! Schmeckt dir? Diese Kuchen als vom Bäcker. Besser wie vom Bäcker? Mmh. Dann will ich auch mal probieren, mal schauen, ob mir das auch so gut schmeckt. Lecker. Sehr gut. Wirklich. Ich denke, morgen wird er doppelt so gut schmecken. Aber meistens hält bei uns Kuchen ja nicht lange. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich wieder von euch verabschieden und hoffe, dass euch diese Apfelkuchen, Apfelkäsekuchen euch schmeckt. Also Apfelrahmkuchen heißt er, ja? Und würde mich schon wieder verabschieden und sage tschüss, bis zum nächsten Rezept. Und bleibt alle gesund. Ne, Mama? Ja, danke schön. Muss alles gesund, alles gesund, alles gesund.